Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Glatzenbiermock. Steht immer mit der Glatzenbiermock. So, ist der neue Spitzname. Glatzenbiermock, genau. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß euch, ihr Glatzenbiermocks. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das steht auf dem Eiskorb Jens, seinem Karton von den Maßkrügen drauf. Wir haben mal wieder eine Maß für euch vorbereitet. Beim letzten Mal war es ja so, da gab es die Greek Maß. Habe ich in einem Restaurant gesehen, Greek Orange. Habe gedacht, was, Uso und Orange als Getränk? Da machst du Bier rein, hast du die Greek Maß, fertig. So schlau war ich nochmal, denn der Sir Edward hat irgendwie den Flying Hirsch gezeigt. Da dachte ich, da machen wir die Fly Maß draus, aka die Hirschmaß. Was da drin ist, das seht ihr gleich. Erstmal bedankt bei uns, bei unserem Sponsor, dem Eiskorb Jens. Der hat uns nämlich wieder hier diese Bären. Nee, wie heißt er? Was steht da immer drauf? Die Bierstein. Der hat uns die Bierstein wieder mitgebracht. Bei mir ist schon der Deckel abgeflogen. Glatzenbiermock. Und wenn ihr an der Seite guckt, ja, hier steht Glatzenbiermock. Wenn ihr einen Glatzenbiermock kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist also der Maßkrug, gesponsert vom Eiskorb und vom Jens. So. Erstens haben wir wieder vom Geburtstag übrig gebliebenes Holstenbier aus dem Kasten, was natürlich in der Maß, in der 3-Komponenten-Maß unten als Grundlage reinkommt. Denn wir haben ja Platz für 1 Liter, also brauchen wir erstmal 0,5 Liter Bier. So. Obwohl wir in letzter Zeit gemerkt haben, dass das Glas irgendwie kleiner wird. Irgendwie schon, gell? Früher war ein Liter beim Strich und jetzt ist der Strich voll, aber der Liter ist noch nicht drin oder irgendwas passt mit dem Rest nicht. Im Hintergrund ist irgendwas, ich weiß nicht was, da unten auf dem Spielplatz, da ist ein Festzelt, da sind Kinders, da wird getrunken, da wird gegrillt, da wird alles gemacht. Da ist bestimmt Geburtstag oder so, da fallen wir gar nicht auf hier oben. So. Das ist das Holzen. Das sieht richtig gut aus. Prost. Probier mal einen Schluck, damit wir wissen, wie Holzen schmeckt. Ist gerade schön angenehm und kühl. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Holzen, ja. Kannst du so auf jeden Fall trinken. So. Das Besondere am Flying Hirsch oder bei uns in der Fly Maß, damit ihr fliegen könnt, hat der Sir Edward da Red Bull reingetan. Red Bull mag der Hannes ja immer in der Zero-Variante. Red Bull 05er Dosen siehst du aber kaum noch, musst du wahrscheinlich an die Tanke. Habe ich gedacht, ach komm Red Bull, warum fliegst du denn wegen dem Energy-Gehalt? Dann kannst du auch einen anderen Energy nehmen. Jetzt wollten wir aber keinen Bullet oder keinen irgendwie, was gibt es noch, billige Rotz, genau, gibt es auch noch als Marke. Booster. Der Booster ist ja cool. Ne? Ja gut, Booster ist cool, aber es ist trotzdem cooler Rotz. Ja. Also haben wir gedacht, letztens hat man gesehen, das normale Monster, das Original Monster, gibt es ja mittlerweile auch als Zero Sugar. Und das hat, da habe ich einen Hannes gesagt, probier das mal. Das sieht cool aus. Monster, ja, finde ich. Schlecht. Monster finde ich sowieso irgendwie von den Designs her, von den Dosen her, von den Sorten her. Wer Monster-Dosen sammelt, ist ein richtiger Ehrenmann. Ich bin kein Energy-Freund, deswegen sammle ich keine Monster-Dosen. Ich kenne auch kaum Sorten von Monster. Das ist aber trotzdem ein Energy-Drink. Da ist trotzdem Taurin drin. Das ist also unser Red Bull-Ersatz und das ist wenigstens eine 0,5er Dose. Also damit sie Fly-Maß wird, müssen wir jetzt also 0,5 Liter Flying Energy da reinpumpen. Dann ist es die Fly-Maß. So, achso, kann man auch kurz mal probieren. Ja. Ist okay. Irgendwie war das Bier aber gerade angenehmer. So, jetzt, wenn das drin ist, müsste das ja genau beim Strich sein. Und was sehen wir wieder? Es ist drin. Wir haben sogar vom Bier was abgetrunken und wir haben vom Energy was abgetrunken. Hier ist der Strich und hier ist es einfach voll. Also wie geht das? Hier ist der Strich und hier ist soweit voll. Das macht alles keinen Sinn, aber ist ja auch egal. Und damit das nicht eine Fly-Maß ist, sondern auch eine Hirschmaß. Wie kombiniert sich? Was ist denn ein Hirsch? Wo ist der Hirsch drauf?
Natürlich bei Jägermeister. Und das haben die gemacht. Die haben Red Bull und Jägermeister als Getränk gemischt und gesagt, das ist ein Flying Hirsch. Wir haben schon mal den Jägermeister scharf getestet. Den fanden wir gut. Da gab es auch so ein rotes Gläschen dazu. Das war richtig genial. Und jetzt habe ich sowieso noch eine Flasche vom Jägermeister scharf gehabt und gesagt, boah, eigentlich kann man den nicht mehr trinken, seitdem er sich den Magen verdorben hat. Aber für die Flying Hirsch, also die Flymaß und die Hirschmaß, ziehen wir uns mal den Jägermeister her. Jetzt muss ich euch mal kurz rumdrehen, weil ich muss euch noch mal zeigen, das kommt wirklich gerade aus dem Eisfach. Guckt euch das an. Hier oben ist das Eis schon geschmolzen. Hier die Vorderseite ist noch komplett mit Eis. Du gehst hier drüber über die Schrift, das ganze Eis geht weg. Du siehst hier an der Seite diese Prägung, wo Jägermeister steht. Du fährst hier drüber, das ganze Eis geht weg. Das ist ein super genialer Effekt und erinnert mich an meinen Donauwirt-Urlaub. Da werdet ihr auch sowas sehen, aber nicht mit einer Flasche, sondern mit einem Glas. Oh. Da hat mir einer ein komplett vereistes Glas gegeben und da mein Bier reingeschenkt. Das war richtig stark. So, wenn ihr euch das hier hinten dann auch mal angucken wollt, perfekt bei minus 18 Grad. Das ist hier so eine Prime-Zauberflasche. Steht ja alles drauf. Das ist ja hier mit so Ingwer sozusagen. Aber dazu haben wir ja schon mal einen Test gemacht. Und für die, ich finde den Schriftzug cool, für den Flying Hirsch braucht es eben Red Bull und Jägermeister. Für uns braucht es halt Monster, die Monstermaß und Jägermeister scharf. Der ist noch zu. Jetzt ist er auf. Und jetzt sage ich dir, ich kipp dir jetzt dein Dopping nein und da bin ich Kumpel wie Sau. Das mache ich nämlich wie gestern. Weil gestern haben wir auch so ein bisschen aufgefüllt. Und das machen wir heute auch. So ein Stammball nein und dann ist wieder gut. Weil wir haben uns, wir haben uns angewöhnt, wir wollen es nicht mehr übertreiben. Deswegen machen wir nicht mehr 3-4 Maß an einem Tag, weil wir wenig Zeit haben. Wir treffen uns und machen eine Maß pro Tag. Das sind 3-4 Stamper, was wir da drin haben. Und das reicht dann schon. Jetzt ist die halbe Flasche leer. Hannes, bei dir fehlt noch was. Genau. So. Gib mir die Kante damit. Also wenn man jetzt hier guckt, hier ist jetzt die Flasche. Ihr seht das ja, es schwätzelt. Da ist noch ein bisschen was drin. Das kann man jetzt wieder einfrieren und dann mal irgendwann vielleicht beim Wrestling. Es ist ja immer noch SummerSlam-Wochenende. Das stellen wir mal zur Seite. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen ja fürs Thumbnail sowieso wieder ein Bild machen, wo man das so neben sich hält irgendwie. Perfekt. Mal ganz vorsichtig anstoßen. Dann probier mal die Flymaß, aka die Hirschmaß. Ich sehe zufriedene Augen. Ich sehe, er sagt gleich wieder, es schmeckt echt gut. Besser als erwartet. Das ist auf jeden Fall besser als erwartet, aber Jägermeister schmeckt dich trotzdem raus. Den schmeckst du raus? Ja, ja, aber ich finde, es hat denselben Effekt wie bei der Griegmaß. Da hast du den, da hast du den Uso geschmeckt. Den Geschmack, der war da von diesem Anis, aber dann kam diese fruchtige Note hinterher. Und du hast, das hat gar nicht gebrannt im Rachen, das war irgendwie richtig angenehm. Jetzt finde ich auch, du trinkst, du hast voll diesen Kräutergeschmack am Start. Statt dem Brennen im Hals kommt dann aber dieser süßliche Energy daher und sagt dir, alles ist gut. Das ist voll brutal, weil ich glaube, das ist eine Maß, die wir wieder komplett dann trinken in Ruhe. Im Regen, gemütlich, weil jetzt fängt es an zu regnen. Ganz nach scheint die Sonne. Wir warten darauf, dass die Sonne mal kurz weg ist, um das zu filmen. Ich sage, guck mal, es sieht aus, als würde es gleich regnen. Was macht's? Es regnet. Aber die Regenmaß haben wir damals ja schon gehabt. Einfach hinstellen den Liter. Wenn das Glas voll geregnet ist, ist ein Liter Regenmaß am Start. So, ich finde es gut. Ich würde auch noch mal einen Schluck nehmen zum Abschluss und sagen, ja, definitiv. Das ist eine Maß, die lohnt sich trotzdem mal zu probieren. Hätte ich nicht gedacht. Energy, ja. Bier und Jägermeister. Prost. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Wie hat's euch? Energy ist nicht zu süß, weil diese Kräuternote da drauf liegt. Der Kräuter ist nicht zu herb, weil diese Energy-Note drauf liegt. Ich merke die Kräuter jetzt gar nicht mehr. Kombiniert sich wunderbar. Ja, Hannes ist schon tütendicht. Das war's. Ciao.
Weil das auch ein wenig so süßlich ist und so, also das schmeckt mir gut. Das schmeckt gut. Das Muttertier ist gerade angereist. Sie hat gerade kurz von dem Mors getrunken und hat gesagt, das ist gut, das ist gut. Guck dir das rosa T-Shirt an. Willst du noch mal einen Schluck probieren? Noch mal ein ehrliches Feedback sagen? Da ist Jägermeister drin, da ist Energy drin und da ist Bier drin. Deswegen ist es der Flying Hirsch, also die Flymaß, die Hirschmaß. Also mir schmeckt es gut. Aber wirklich, du schmeckst du den Kräuter vom Jägermeister? Schmeckst du den Energy Drink? Ein bisschen, ja. Der oh, ohne Zucker ist. Und schmeckst du das Holstenbier? Bier schmeckt eigentlich nicht so. Man schmeckt kein Bier, man schmeckt kein Kräuter, es schmeckt einfach nur nach Energy. Perfekt. So muss es sein. Das ist der Flying Hirsch, meine Damen und Herren. Ist gut. Also Sandra hat auch gerade probiert, ihr hat es gar nicht geschmeckt. Das Muttertier sagt, ist gut, ist gut, ist gut. Die ist Wagenschmiere. Die, sie, jetzt haben wir es. Sie muss aber auch, das klingt aber blöd, wenn man sagt sie, als wäre es irgendeine fremde Person. Also so. Sie will aber auch noch die Kriegmaß probieren. Aber das schneidet man bei der Kriegmaß dann hinten ran. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.